Saw you walking by today with the sunset in your eyes. I couldn't find the strength to say what was running through my mind. You couldn't help but notice me staring with that awkward smile from the other side of Thompson Street. I felt love for a little while. 'Cause you looked beautiful than anyone I've known, than anyone I've known. Ist das nicht herrlich? Wir haben jetzt Mitte Januar und können bei fast 20 Grad dieses gelbe Blütenmeer genießen. Hola und herzlich willkommen. Mein Name ist Heike May und ich designe Rund- und Standortreisen in und durch ganz Andalusien. Am liebsten allerdings durch Cádiz, denn die Provinz Cádiz ist nun seit über 25 Jahren meine Heimat. Und hier haben wir alles, was das Herz begehrt. Gemeinsam werden wir jetzt eine Reise durch diese wunderschöne und so unglaublich abwechslungsreiche Provinz machen. Vámonos! Das hier stellen sich die meisten vor, wenn es um Cádiz geht. Einen zugegebenermaßen fantastischen Strand, viel Sonne und das Meer. Sommerurlaub eben. Aber Cádiz ist so viel mehr. Vor allem für Menschen, die das authentische Andalusien und den Einklang mit der Natur suchen. Was kaum einer weiß, die südlichste Provinz Spaniens ist ein wahres Wanderparadies, das auch im Winter mit angenehmen Temperaturen lockt. Schon im Januar fliegt man in nur 3 Stunden dem Frühling entgegen. Nach Cádiz natürlich. 2000 Kilometer Wanderwege, steile Kletterwände, versteckte Canyons, blumenüberflutete Almwiesen, blitzblaue Stauseen, immense Korkeichenwälder, wilde Macchia, beeindruckende Wanderdünen und sogar ein Nebelwald warten darauf, entdeckt zu werden. Naturparks und Naturmonumente reihen sich dicht an dicht bis hoch hinauf in das abenteuerliche Karstgebirge der Sierra de Cádiz. Eine ideale Destination für alle, die Individualität und Abgeschiedenheit suchen, aber auch für alle, die dabei auf eine gut ausgebaute Infrastruktur nicht verzichten möchten. Und das Ziel muss erreichbar sein. Doch wo genau liegt die Provinz von Cádiz eigentlich? Cádiz ist die südlichste Provinz aller Provinzen des spanischen Festlands und eine von 8 Provinzen Andalusiens. Sie hat eine Fläche von 7.436 Quadratkilometern und ist somit mehr als doppelt so groß wie Mallorca. Und sie ist die einzige Provinz Spaniens, die zwischen 2 Meeren liegt. Auf der einen Seite der Atlantische Ozean und auf der anderen das Mittelmeer. Das können wir hier an der Meeresenge von Gibraltar natürlich besonders gut sehen. Diese spezielle Lage macht sie zu etwas ganz Besonderem. Zudem liegt Afrika direkt vor unserer Haustüre. Und zwischen den beiden Kontinenten befindet sich die Meeresenge von Gibraltar. So konnte Cádiz sich zu einer der Regionen mit der größten Biodiversität auf der ganzen Welt entwickeln. Auch ihre landschaftliche Vielfalt ist immens. Wir haben 6 Naturparks. Somit sind 38% der Landschaft unter Schutz gestellt. Und die kann man in vollen Zügen genießen. Nicht nur beim Wandern. Es gibt auch einen Haufen anderer Möglichkeiten, die Natur aktiv zu genießen. I'm not afraid to
Genau hier an der Meeresenge kommt dann auch so einiges zusammen. Da ist zunächst einmal der Naturpark vom Estrecho, also von der Meeresenge von Gibraltar, der befindet sich zu Land und im Wasser. Und dann haben wir direkt am Anschluss den Parque de los Alcornocales. Wie zwei Flügel breiten sich die fast 19.000 Hektar des Naturparks zu beiden Seiten von Tarifa entlang der Küste zu Land und im Wasser aus. Berge, Küste, Meer und wie wir jetzt wissen, sind das gleich zwei Meere. Und dazwischen gibt es eine ziemlich starke Strömung. Diese besondere Situation sorgt dafür, dass die Meeresbewohner hier ein mehr als reichhaltiges Nahrungsangebot vorfinden. Gleichzeitig, bedingt durch die kurze Entfernung zwischen den beiden Kontinenten, an der engsten Stelle sind das nur 14,9 Kilometer, finden hier alljährlich die wichtigsten Vogelzüge Europas statt. So ist dieser Naturpark zum Schutz der Flora und Fauna zu Lande und im Wasser angelegt. Eigentlich ist Tarifa ja bekannt als Surfers Paradise, denn hier gibt es keinen Tag ohne Wind. Hohe Berge im Norden, hohe Berge im Süden, da draußen das Azorenhoch, und auch das muss da durch. Die Meeresenge funktioniert hier wie ein Windkanal. Schon in den 80ern war es eine Geheimadresse für Windsurfer aus aller Welt. Deutsche, Franzosen, Engländer, Brasilianer, Südafrikaner, ja sogar Kiwis, also Neuseeländer, haben sich hier angesiedelt. Aus dem fast vergessenen Fischerort am Popo Europas, so wird das hier bezeichnet, ist ein Mekka für Surfer und Outdoor-Fans aus aller Welt geworden. Atmosphäre. Gechillt. Doch längst wird hier nicht mehr nur Wassersport betrieben. Reitställe zum Beispiel bieten Ausflüge zu Pferde an. Man kann eine Whale-Watching-Tour buchen. Und das Küstengebirge bietet hervorragende Stellen zum Klettern und Bouldern. Einige Agenturen aus Tarifa bieten Kletterausflüge und Boulderkurse an und alles, was dazugehört natürlich. Und die Ausblicke sind wirklich traumhaft, selbst wenn alles auf dem Kopf steht. Das Klima von Cadiz ist übrigens so ähnlich wie auf den Kanaren. Die Winter sind mild und für europäische Verhältnisse eher frühlingshaft. Und die Sommer an der Küste und oben in den Bergen sind nicht zu heiß. So hat man Frühling, Sommer, Herbst und den ganzen Winter über reichlich Optionen für Outdoor-Aktivitäten. Hier in den engen Schluchten der Küste und auch weiter im Landesinneren finden wir dann auch Vegetation, die wir so eher auf den Kanaren erwarten würden. Zum Beispiel Rhododendron, Erdbeerbäume, Lorbeerbäume. Diese wunderschönen Landschaften gehören zum Naturpark Los Alcornocales. Das heißt auf Deutsch die Korkeichenwälder. Das hier ist der größte Korkeichenwald der Welt. Und hier gibt es auch den letzten mediterranen Urwald Europas. Ein Nebelwald. All das kommt locker in diesem Naturpark unter, denn seine Dimensionen sind riesig. 170.000 Hektar ist er groß und nur sehr dünn besiedelt. 80% der Bevölkerung der Provinz siedeln in allernächster Umgebung der beiden großen Buchten und weitere 15% an den restlichen Küsten. So bleibt reichlich unbesiedelte Landschaft übrig. Los Alcornocales zieht sich von der Küste bis in die Nähe der höchstgelegenen Gipfel der Provinz, wo er auf den Naturpark von Grazalema trifft. Hier, in den unteren und relativ dicht bewaldeten Regionen des Naturparks, finden sich einige sehr interessante Lebewesen. Neben Rehen, Wildschweinen, Füchsen und Dachsen auch dieses possierliche Tier. Es handelt sich um die europäische Ginsterkatze. Sie gehört zu den Schleichkatzen und ist die einzige ihrer Art auf europäischem Boden. Sie ist ungefähr so groß wie eine Hauskatze, aber etwas langgestreckter. Im Grunde sieht sie aus wie ein kleiner Leopard. In allernächster Nähe zu diesem mediterranen Dschungel, genau dort unten, liegt die Bucht von Algeciras, sozusagen am Tor zum Mittelmeer. Und direkt hier hinten sieht man auch Gibraltar. Gibraltar ist heute immer noch eine Kolonie. Zusammen mit dem Hafen von Algeciras, den man hier unten auch sehr schön sieht, ist das übrigens der wichtigste Wirtschaftsfaktor in der Region. Immerhin leben um die ganze Bucht herum noch 350.000 Leute.
Hinter dem Felsen, El Peñón, so wird Gibraltar hier genannt, befindet sich ein Hafen ganz anderer Art. Auch er ist in seiner Kategorie die Nummer 1 im gesamten Mittelmeerraum. Die Marina von Soto Grande. Dieser Yachthafen liegt eingebettet in einer High-End-Wohngegend, die einige Golfplätze, Poloplätze, eine internationale Schule, einen Country-Club und eine Lagune für Wassersport bietet. Ein kleines Paradies. Aber im Gegensatz zu dem glamourösen Nachbarn an der Costa del Sol spricht man darüber hier nicht. Hier verbindet sich maximaler Luxus mit maximaler Diskretion. Aber wir schauen trotzdem mal rein. Unter den 1380 Liegeplätzen gibt es sogar welche, die sind bis zu 50 Meter lang. Hier um und zwischen den Kanälen gruppieren sich Designerläden, Luxusimmobilien, Kunstgalerien, die angesagtesten Restaurants und einiges mehr. Für Abwechslung ist also gesorgt. Von hier aus kann man auch wunderbar in die nächste große Bucht segeln. Die liegt schon am Atlantik, die Bucht von Cádiz. Auf dem Weg dorthin kommt man auch an einigen Highlights vorbei, darunter dieses Meisterwerk der Natur. Diese fast 40 Meter hohe Wanderdüne bei Bologna. Sie ist heute ein Naturdenkmal. Das ist doch fast das Paradies, oder? Gleich dahinter befindet sich eine ganze Römerstadt, Baello Claudia, die zum Teil ausgegraben wurde. Vor 2000 Jahren florierte hier der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und mit Fischkonserven. Natürlich nicht in Blechdosen, sondern in Amphoren verpackt. Auf den Überresten der alten Römerstraße kann man heute noch entlang der Küste wandern. Auf diesem Weg kann man natürlich auch damals schon nach Galis, so hieß Cádiz in römischer Zeit, oder Gadir unter den Phöniziern, die diese Stadt vor 3000 Jahren gegründet haben. Einst Hafen der Welt, war Cádiz in den letzten Jahrtausenden Einfallstor für viele Völker und Sprungbrett in die alte und neue Welt. Ein wahrer Schmelztiegel der Kulturen. Noch heute ist es einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte für Kreuzfahrtschiffe. Quasi fast alle Routen führen über Cádiz. Was den Handel betrifft, hat dem Algeciras allerdings den Rang abgelaufen. Von den vielen Türmen der Stadt überwachten die Handelskontore das Kommen und Gehen im Hafen. Im 17. und 18. Jahrhundert entluden hier deren Schiffe ihre Fracht aus Gold, Silber und Edelsteinen, exotischen Gewürzen und Pflanzen aus der neuen Welt. Noch heute wachsen überall in der Stadt tropische Bäume, vor allem aus Südamerika. Auf den Turm gehen wir jetzt mal rauf, denn auch wir können uns von dort oben einen Überblick verschaffen. Und außerdem wartet da noch eine kleine Überraschung auf uns. Den Turm kann übrigens jeder besuchen, um eine Führung zu machen. Er hat fast immer geöffnet. Und da sind wir. Nicht auf der Dachterrasse, sondern in der Dunkelkammer. Die ist genau ein Stockwerk darunter. Und das hier ist keine Parabolantenne, sondern der Bildschirm. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann öffnen sich da draußen die Klappen und das Licht fällt herein und dann passiert was ganz Tolles. Und schon liegt Cádiz zu unseren Füßen und das Erste, was wir hier sehen, ist die Wäsche des Nachbarn. Aber natürlich haben wir auch den Überblick über die ganze Stadt, die Bucht und den Naturpark der Bucht von Cádiz. Das Stadtbild ist noch heute stark von den vielen Aussichtstürmen der Handelshäuser geprägt, als Cádiz das Tor zur neuen Welt war. Ganze 126 sind es noch. Cádiz hat übrigens den schönsten Stadtstrand Europas. 6 Kilometer in der Stadt und weitere 12 entlang der Nehrung, die die Insel, auf der die Stadt liegt, mit der Insel von León verbindet. Ganz besonders beliebt bei den Einheimischen aber ist die kleine Bucht bei der Altstadt, La Caleta. Sie lädt zum Baden ein oder zum Flanieren in den Parks, die auf den alten Befestigungswerken angelegt wurden. Die Festung im Meer war schon Drehort für einen James-Bond-Film mit Pierce Brosnan und Halle Berry. Eine gute Ersatzkulisse für La Habana auf Kuba. Die Filmleute schätzen an Cádiz ganz besonders die Schönwettergarantie an dieser Küste. Ach ja, und das Licht natürlich. Das Licht in Cádiz.
Das ist ein ganz besonderes. Schließlich sind wir hier ja an der Costa de la Luz, an der Küste des Lichts. Mittlerweile sind wir auf der anderen Seite der Bucht angekommen, mitten im Naturpark Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Der eignet sich besonders gut für gemütliche Touren mit dem Rad, aber auch für eine Kajaktour durch die vielen Kanäle, die den Wasserzufluss in die Salinen regeln. Es ist eine Kulturlandschaft, die schon seit über 2000 Jahren besteht. Aber dieser Naturpark braucht die pflegende Hand der Menschen, um Bestand zu haben. Wenn die Kanäle und die Becken nicht instand gehalten werden, kommt kein Wasser mehr an. Weite Teile verlanden vollständig und viele Tiere, vor allem Vögel, die sich hier ernähren, würden verhungern. Die Schönheit dieser Landschaft entdeckt man erst, wenn man sich mitten in sie hineinbegibt. Und diese Becken hier bergen ein Geheimnis. Hier wird nämlich nachhaltige Fischzucht betrieben. Das hier endet dann am Ende in den Krabbenufern von Cádiz. Schon immer haben die Salzbauern am Ende der Saison die Becken trockengelegt und ausgefischt. Aber heute scheint es, als könne die nachhaltige Aquakultur eine der Lösungen für die Überfischung sein. Auch Austern und Algen werden hier angebaut und finden Verwendung in den nobelsten Adressen von Cádiz. Alles hier von der Bahía de Cádiz frisch auf den Tisch. Pruébala, está muy rica. Muchas gracias, Nacho. De nada. Eine knappe halbe Stunde Fahrt nördlich der Bucht, vorbei an Chipiona, erreicht man bei San Lucas de Barrameda die Mündung des Guadalquivir. Hier im Delta des Guadalquivir befindet sich der Naturpark Doñana und der Nationalpark, der den gleichen Namen trägt. Der Naturpark wurde als Schutzgürtel um den Nationalpark angelegt. Ein Teil davon befindet sich in Cádiz, aber der größte Teil und der Nationalpark befinden sich in der Nachbarprovinz Huelva. Der Fluss bildet die Grenze. Er ist mit über 600 Kilometern der längste Fluss Andalusiens und er ist der einzige schiffbare Fluss ganz Spaniens. Mit der Fähre kann man Ausflüge in den Nationalpark machen. Zwischen Sevilla und der Flussmündung liegen 90 Kilometer und auf dieser Strecke ist die Fähre die einzige Möglichkeit, den Fluss zu überqueren. So ist dieses Naturschutzgebiet mit seiner Tier- und Pflanzenwelt gut geschützt. Seine Dünenlandschaften sind einzigartig. Insgesamt gibt es hier 5 verschiedene Lebensräume. Auch der vom Aussterben bedrohte iberische Luchs lebt hier. Vielleicht gibt es ja auch bald ein Aussiedlungsprogramm für den Luchs in den fast unbesiedelten Bergen der Provinz von Cádiz. Das Aufzuchtsprogramm leitet schon jetzt der Zoologisch-Botanische Garten von Jerez. Bei so viel Biodiversität wächst natürlich so einiges hier. Wacholder, Rosmarin, Schopflavendel, Myrte, Mastix oder auch weißer Thymian. Alles das landet hier bei Maria Eugenia und Roberto in diesem Kessel. Das wird dann destilliert. Der Doñana wird hier also quasi in Flaschen verpackt. Und den richtigen Schliff bekommt der Gin vorher natürlich noch in einem echten Sherryfass. Wo sonst? Denn hier befinden wir uns schließlich im Sherry-Dreieck. Um den Naturpark zu einem kompletten Geschmackserlebnis zu machen, wird vorher dem Fass noch der Boden ausgehauen und durch frisches Pinienholz ersetzt. Denn schließlich beherrscht die Schirmpinie den kompletten Naturpark und auch den Nationalpark mit ihrem Duft. Und zu guter Letzt werden die Premium-Tropfen dann im Nistkasten verpackt verschickt. Los geht's! Gin kommt wieder in Mode. Und mich fasziniert die Idee, dass man ganze Landschaften auf diese Art in die Flasche befördern und exportieren kann. Viel älter jedoch in der Gegend ist der Weinbau. Die Phönizier haben die ersten Reben vor 3000 Jahren mitgebracht und schon die Römer haben Vinum Cretensis, also den Wein aus Jerez, bis hoch auf die britischen Inseln verkauft. Auch wenn der Ausbau heute etwas anders ist als vor 2000 Jahren, den Namen hat er behalten. Jerez war nämlich der arabische Name für die Stadt. Viele Bodegas, also Weinkeller, öffnen ihre Tore Besuchern, um hier ganz spezielle Events stattfinden zu lassen und auch, um diese ganz spezielle Ausbaumethode näher kennenzulernen. Der Wein lagert hier nämlich nicht statisch, sondern er rotiert während seines ganzen Lebens durch gleich mehrere Fassreihen.
Und das macht ihn zu etwas ganz Besonderem. Hier sagt man auch, er geht zur Schule. Sherrywein ist übrigens nicht hauptsächlich süß, sondern hauptsächlich trocken. Und dieser Fino hier passt ganz besonders gut zu Fisch und Meeresfrüchten. Sogar zu Sushi. Aber eben auch zu getrocknetem Thunfischschinken, zu Oliven und zu diesen wunderbaren Spießchen mit gereiftem Käse und geräuchertem Thunfisch. Jerez ist die größte Stadt der Provinz und auch seine Ausdehnung ist riesig. Die Ländereien der Stadt ziehen sich bis weit in die Berge hoch. Dorthin gelangt man von der Stadt aus bald schon über eine Fahrradstrecke, die sich im Ausbau befindet. Am Guadalete-Fluss entlang, vorbei an Arcos de la Frontera, das dramatisch auf einem Felsen drapiert mit Postkartenmotiven lockt, geht es über Bornos weiter zur Via Verde de la Sierra. Die Infrastruktur ist vorhanden. Hier oben bei Olveda sind schon 38 Kilometer Strecke, ehemalige Bahnstrecke sogar, ausgebaut zum Radfahren, Reiten und zum Wandern. Doch für uns geht's erstmal weiter nach Fajara de la Sierra. Und somit in den Naturpark von Grazalema. Dieser Stausee hier bei Sahara sowie auch die ganzen anderen Stauseen in den Bergen von Cádiz eignen sich auch hervorragend für Wassersport. Wir fahren allerdings noch eine Etage höher und beschäftigen uns mal mit dem Schluchteln. Vorher gibt es aber erst noch mal eine kleine Stärkung. Das hier ist Olivengebiet und wir sind auf der Finca von Luis. Spanien produziert gleich doppelt so viele Oliven wie der zweitgrößte Produzent. Und Cádiz hat natürlich seinen Anteil daran. Und Luis hat sich für seine Öle etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Diese Öle hier sind aromatisiert mit Orange, mit Zitrone, mit Tomate oder mit Fenchel. Das Öl kann man dann als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Die Spanier lieben es schon zum Frühstück mit Tomate auf getoastetem Brot. Die Olivenernte ist auch für Besuchergruppen eine große Gaudi und eignet sich zudem für Teambuilding-Aktivitäten. So, hier kann unser Abenteuer beginnen. Dort hinten ist der Geierfelsen. Und da geht's vorbei, runter in die Schlucht und dann rein in den Neopren und rein ins Wasser. Schon das Ende des Ausflugs. Eine wunderschöne Exkursion, auf jeden Fall zu empfehlen. Allerdings vielleicht nicht unbedingt, das muss erstmal abgehen, vielleicht nicht unbedingt im tiefsten Winter. Allerdings jetzt im März ist es wunderschön. Hier befinden sich die höchsten Gipfel der Berge von Cádiz. Das da unten ist Grazalema. Eins der wunderschönen weißen Dörfer unserer Provinz und Namensgeber eines ganzen Naturparks. Dieses Karstgebirge bietet einige der spannendsten und landschaftlich abwechslungsreichsten Wanderungen der ganzen Provinz. Im Naturpark Sierra de Grazalema kann man dem iberischen Steinbock begegnen. Hier oben wächst auch die seltene Igeltanne. In der Sierra de Grazalema gibt es wenig große Hotels, dafür eine Menge kleinerer. Ausgangspunkt für die nächsten Tage ist ein kleines Hotel mit viel Ruhe. 10 Minuten Autofahrt vom Dorf entfernt. Viele Hotels stellen immer mehr auf Nachhaltigkeit um. Umso mehr dieses hier, das sich mitten im Herzen des Naturparks befindet. Wasser in Plastikflaschen sucht man hier vergebens. Das gibt es aus dem Spender.
Die Umgebung und die Abgeschiedenheit hier oben laden zum Entspannen und zum Sternegucken ein. Dafür wird sogar extra das Licht ausgeschaltet. Und die Region hier oben ist sowieso sehr dünn besiedelt. Momentan ist dieses Hotel das einzige, was hier in den Bergen an das Starlight-Projekt angeschlossen ist. Die Starlight Foundation wurde 2009 auf den Kanaren zum Schutze des Himmels und des Sternenlichtes gegründet. Sie bekämpft Lichtverschmutzung. Und in der Sierra de Grazalema haben wir idealste Bedingungen für das Starlight-Reservat, das hier gerade umgesetzt wird. Meine kleine Freundin hier ist eine Eingeborene. Sie ist eine echte Merino de Grazalema mit wunderschöner Wolle. Das Merino-Schaf, das vielen aus Australien bekannt ist, ist ja eigentlich eine sehr alte spanische Rasse. Spanien war einst Nummer 1 in der Wollproduktion und im Wollhandel auf der ganzen Welt. Die Merino-Schafe aus Grazalema zeichnen sich durch ihre hohen Beine und durch ihre verschiedenfarbige Wolle aus. Die Wolle wurde einst für Wolldecken und schwere, wärmende Ponchos benutzt, die sogar den Regen abhalten. Allerdings legt man hier mehr Wert auf eine andere Eigenschaft dieser bunten Schafe, ihre Milch. Daraus wird in Grazalema und Umgebung leckerer Käse gemacht. Und den wollen wir gleich mal probieren. Hola Carmen. Hola Heike. Me vende un poquito de queso? Sí, claro. Perfecto. Hier gibt es eine Menge Auswahl. Hier ist zum Beispiel Käse mit Thymian, Käse mit Paprikapulver, Käse mit Rosmarin, Käse gemischt aus Schaf und Ziege. Und hier oben, hier haben wir auch was ganz Leckeres, das passt super gut zum Frischkäse. Das ist Carne de Membrillo, Quittenfleisch. Das alles und dazu noch ein bisschen Paprikamarmelade nehmen wir mit fürs Picknick. Gracias, Carmen. So, jetzt ist doch ein bisschen mehr geworden. Aber bevor es losgeht, machen wir noch einen kurzen Besuch in der Weberei. Mario hier führt diese Weberei schon in 4. Generation und er hat es geschafft, mit seinen Produkten aktuell zu bleiben. Allerdings muss er dafür auf mohlfreie Wolle aus Australien zurückgreifen. Die ist einfach viel zarter als die Wolle, die er in Spanien bekommen kann. An diesen Maschinen hier wird das Design festgelegt. Wenn die Stücke dann hier rauskommen, sind sie aber noch lange nicht fertig. Hier wird der Stoff weich geklopft und erst dann fühlt sich die Wolle so richtig zart an. Besucher können die Arbeitsräume normalerweise nicht besuchen. Dafür gibt es aber das Museum, in dem die alten Webstühle und Weichklopfer ausgestellt sind, die auch heute noch funktionieren. Ja, und hier liegen die ganzen Schätze aus der Weberei. Das hier zum Beispiel ist das typische Design aus Grazalema mit diesen Quadraten. Neben Schals und Ponchos werden noch viele andere modische Accessoires aus der Wolle hergestellt. Bueno, pues muchas gracias, Mario. De nada. So, jetzt geht's aber wirklich los. Schon im frühen Februar wird man hier mit dieser wunderschönen, mit Iris geschmückten Wiese beglückt. Man muss sie ein wenig suchen, aber es gibt hier oben wunderschöne Picknickplätze. Und hier liegt da dann der wunderbare Käse aus Grazalema. Dazu ein bisschen Wurst vom iberischen Schwein, Chorizo und Salsichon. Diese wunderbaren Kringel heißen Roscas und das ist eigentlich das typische Gebäck, was hier zu Ostern serviert wird. Unheimlich lecker. Nun sind wir auf dem Weg zurück an die Küste. Der führt uns über Medina Sidonia. Hier befindet sich die Route der Stiere und die ausgedehntesten Güter Europas. Auf ihren Weiden grasen große Herden von Rindern und Pferden. Ganz in der Nähe befindet sich ein Gut mit einer privaten, überdachten Arena. Da kann man so einige Candlelight-Dinner und andere Veranstaltungen ausrichten. Fincas wie Alcarrascal warten mit ganz besonderen Highlights auf. Die Rasse der Kampfrinder lebt auf freiem Feld. Besucher können hautnah das Leben der Vaqueros, der Rinderhirten, kennenlernen.
ausgedehnte Weidehaltung sorgt auch für den Erhalt ganz spezieller Naturräume, den Dehesas, ein loser Baumbestand auf Wiesen und Weiden. So heißt auch die Präsentation A Campo Abierto, bei der natürlich auch nicht die besten Freunde der Menschen fehlen dürfen, die edlen Pferde. Bei so viel Pferden darf natürlich auch das Zubehör nicht fehlen. Vieles davon wird immer noch hier in der Provinz hergestellt. Solche Werkstätten wie diese hier, die gibt es noch überall in der Provinz von Cádiz. Und das ist natürlich ein Paradies für alle Reiter. Hier zum Beispiel sehen wir sehr schön das andalusische Design mit den weißen Absetzungen. Bei so viel Platz und Natur lässt sich natürlich auch die eine oder andere Festivität organisieren. Bis hin zu einer firmeneigenen Romería mit Flamenco und Trachten. Jetzt kommen wir zurück an die Küste. Hier bei Chiclana liegt die Feriensiedlung Novo Sancti Petri mit Golfplätzen, Reitschulen und einigen Hotels mit direktem Zugang zum tollen Strand. Die Festung dort hinten auf der Insel ist Namensgeber: Castillo de Sancti Petri. Vor fast 3000 Jahren stand dort sogar ein phönizischer Tempel. Kajaktouren rund um die kleine Insel und durch das Labyrinth der Salinen eignen sich hervorragend für Teambuilding-Maßnahmen. Hier an dieser Stelle war schon Hannibal und hat gebetet für einen erfolgreichen Kriegszug. Hannibal ist nämlich in Cádiz aufgewachsen und damals stand hier der Tempel, der dem Gott Melkart geweiht war. Mittlerweile sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt in Conil de la Frontera. Auch hier liegen einige Hotels am Strand und in diesem Fall auch in allernächster Nähe zum Ortskern dieses Fischerdorfes. Conil ist ein idealer Ausgangspunkt für viele Aktivitäten in der ganzen Provinz und in allernächster Nachbarschaft liegt auch gleich ein weiterer Naturpark mit spektakulären Steilklippen. Wir sind hier im Hafen von Conil. Diese riesigen Anker werden gebraucht, um die Thunfischfallen aufzubauen. Jedes Jahr zwischen März und Juni findet hier die Almadraba statt. Der Thunfischfang mit Netzen, die bis zu 5 Meilen hinaus ins Meer reichen. Die Japaner reißen sich um den roten Thunfisch, da er begehrt für Sushi ist. Ein großer Teil des Fangs bleibt im Land. Die Restaurants liefern sich alljährlich einen Wettbewerb, wer die besten Kreationen mit rotem Thun zubereitet. Dafür werden Heftchen ausgegeben, die den Besuchern eine Route durch die besten Tapas-Bars und Restaurants zeigen und in denen sie die verputzten Köstlichkeiten abhaken können. Ein wunderbarer Ansporn zum Spanischlernen. Die passende Sprachakademie findet sich hier in Cádiz bestimmt. Auswahl haben wir genug. Hier habe ich noch ein bisschen Grünzeug mitgebracht. Das hat mir mein Nachbar Peppe heute Morgen in die Hände gedrückt. Zum einen haben wir hier Spargel, der schmeckt unheimlich lecker. Frischer, grüner Spargel vom Feld. Der wächst hier wild. Und zum anderen hat er mir hier diese interessante Pflanze mitgebracht. Das ist eine Golddistel. Da fehlen natürlich die Blätter. Die hat der Peppe heute Morgen schon abgezogen, damit man sich nicht mehr dran sticht. Und dann kann man von dieser Golddistel diese Strünke klein schneiden und in der Pfanne mit Knoblauch schwenken. Das ist unheimlich lecker. Auch an der Küste kann man neben dem Wassersport noch vielen anderen sportlichen Aktivitäten nachgehen. Das Netz der Fahrradwege wird in der gesamten Provinz laufend weiter ausgebaut und bietet gerade im Winter wunderbare Ausflugsmöglichkeiten an. Von Novo Sancti Petri oder von Conil aus kommt man mit dem Fahrrad ganz bequem an dieses berühmte Kap. Das Kap von Trafalgar. Da hinten fand die berühmte Seeschlacht statt, bei der die Briten fast die gesamte spanisch-französische Flotte eroberten oder zerstörten. Kein Thema, über das ein Spanier gerne spricht. Das Kap selbst ist ein Naturdenkmal. 2 Sandstreifen verbinden das Inselchen mit dem Festland. Dazwischen befindet sich eine kleine Lagune, die in den Sommermonaten völlig austrocknet. Aber selbst dann noch ist sie ein beliebtes Fleckchen für viele Arten von Vögeln. Vejer de la Frontera ist eines der berühmten weißen Dörfer der Region. Schon die Römer siedelten hier.
Das Flair der alten Gassen erinnert an Nordafrika und an die Zeit der Mauren, die auch hier lebten. So, ein Naturpark fehlt uns noch auf unserer Reise und das ist der Parque Natural de la Breña. Auch er liegt direkt an der Küste, aber er hat kaum Strand. Denn es ist eine Steilküste, die hier fast 100 Meter hoch ist. Bester Ausgangspunkt für einen Besuch ist eine Station an der Küste. Die ist hier noch relativ unverdorben und ziemlich beliebt bei Surfern. Zu Vejer gehört auch der Weiler El Palmar. Wie der Name schon vermuten lässt, wachsen hier viele Palmen. Die werden allerdings nicht besonders hoch. Denn es handelt sich um die europäische Zwergpalme, einer der wenigen aus Europa stammenden Palmenarten. In der Nähe von El Palmar trifft man wieder auf edle Pferde. Diese gehören zu einer Poloschule und werden gerade auf ein Trainingsspiel vorbereitet. Auf dem Gelände der Poloschule in Meeresnähe liegt ein kleines, feines Hotel. Dieser große Raum des Hotels eignet sich übrigens für einige Veranstaltungen im Maisbereich. Und das Hotel selbst kann man gleich im Ganzen mieten. Heute werden wir einen Ausflug machen in die La Breña, einen wunderschönen Naturpark. Und hier am Strand geht's los. Wir befinden uns hier am Beginn eines wunderschönen Wanderweges durch den Naturpark von La Breña. Das hier ist weißer Ginster. Er riecht hervorragend. Dieses Blütenwunder kann man allerdings nur im Winter erleben, denn er blüht von Anfang Mitte Januar bis Anfang Mitte Februar. Ein Teil des Parks liegt unter Wasser, aber der größte Teil liegt hier oben auf der Steilküste und ist vom Pinienwald bedeckt. Und auch das ist eine Kulturlandschaft. Die Schirmpinie liefert nämlich die Pinienkerne, die in der Gastronomie so beliebt sind. Mein Vorschlag ist der gleiche, den schon der alte Strabon vor 2000 Jahren gemacht hat. Und der kannte sich aus, denn schließlich hat er fast das gesamte Römische Reich bereist und 17 Bände darüber verfasst. Was hat er gesagt? Herkommen und genießen. Salut! Hasta luego. Bis bald. In Cádiz natürlich.